Jo, hallo und recht herzlich willkommen zu FIFA 16 zur Spielerkarriere. Ja, ganz genau, ich bin's Jan. Und wir spielen zusammen die Spielerkarriere und als erstes erstellen wir uns unseren eigenen Pro. So, mal gucken, wie das hier so in FIFA 16 abläuft. Ich habe ja schon ein bisschen so gesehen. Es soll auch ein Training geben. Inwiefern man das dann sehen wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber naja, das sehen wir ja jetzt gleich. Ich werde es übrigens so aufbauen, dass in jeder Folge ein Spiel dran kommt. Ist relativ logisch. Und ich werde das Ganze zusammenschneiden. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr das in einem Kommentar schreiben. Ansonsten denke ich mal, ist das für jeden okay, wenn ich das zusammenschneide. So, wir können hier auf Weiter drücken, Pro anpassen, aber das gucken wir erst gleich kurz nochmal vor dem Spiel, weil ein paar Sachen können wir im Katalog schon kaufen, wenn wir ein bisschen personalisieren können, ganz genau. Aber wir können auch nochmal vorher auf Training gucken, wie es hier Übungen hinzufügen. Ja, klar, können wir eine Übung hinzufügen. Empfohlen ist Kopfball und Volley, Fernschüsse. Chancenverarbeitung hört sich doch auch schon mal gut an. So, dann ist noch empfohlen Dribbling. Dribbling hört sich auch gut an. Enge Ballführung. Oh, hä? Ausgegraut. Können wir nicht machen. Okay, passen. Schuss. Scheint auch alles ausgegraut zu sein. Standards. Passender scheint aber nicht ausgegraut zu sein. Ah, okay. Ich glaube, das können wir uns gleich mal angucken. Training beginnen. Ich glaube, man macht jetzt diese sozusagen das, was man in der Arena machen kann. Kann man jetzt auch sozusagen hier drin machen. Und ich weiß nicht, vielleicht trainiert man ja damit auch so sein Pro. Da stand auch was von simulieren. Also ich denke mal, man kann so sein Pro trainieren. Wir drücken hier mal auf Start. Ich weiß jetzt gar nicht genau, worum es geht. Das ist natürlich sehr gut. Aber anscheinend geht es darum, ein Tor zu schießen. Und das haben wir schon mal geschafft. Das können wir noch weiter Übungen hinzufügen. Hiervon nicht. Ich weiß gar nicht, wie ist das. Zweikampf können wir hinzufügen. Und das können wir auch hinzufügen. So. So, ich habe die Trainingseinheiten hier verbraucht. Okay. Die werden wir uns auf jeden Fall irgendwann nochmal genauer angucken und das dann wirklich richtig machen, unseren Pro da zu trainieren. Aber das jetzt in der ersten Folge nicht, sondern wir wollen hier gleich ja eigentlich mal ein richtiges Spiel machen, bevor wir das machen. Ah, die sehen ja schon mal fürs erste Spiel ganz gut aus. Wir können in das erste Spiel starten. Es ist ein Freundschaftsspiel gegen Mirandes. Ich muss tatsächlich zugeben, der Name sagt mir nichts, aber ich hoffe doch, oder ich denke mal einfach, euch genauso wenig. So, wir sehen, ich habe eine 66er Bewertung. Ich passe, naja, so ungefähr in das Bild dieser Mannschaft mit rein von der Anfangsbewertung, obwohl ich sagen muss, dass ich glaube, dass Berggren, der normale Stürmer, doch eine bessere Bewertung hat, als ich das jetzt hier habe. Aber wir spielen natürlich trotzdem super gut. Soll ich das jetzt irgendwie noch besser machen oder was? Okay, aber hier European Intel Cup. Okay. Europäischer Intel Cup. So, das erste Spiel, das erste Freundschaftsspiel beginnt. Ich bin hier mal ja auch sehr gespannt, was wir alles hier bei Braunschweig erleben werden. Oh, erstmal schöner Pass hier. Und ah, sogar direkt eine Vorlage gemacht. Was ist das denn? Ich glaube, Hochscheid. Hochscheid war es,
Er hat hier schon direkt ein Tor erzielen können. Aber das ist ein Auftakt. Okay, ich kenne die Mannschaft ja auch nicht, gegen die wir spielen. Ja, Ruschheit, 4. Minute. Vorlage von uns. Also hier ein schöner Auftakt. Ah, wir haben direkt eine 10,0 Bewertung. Das ist natürlich sehr schön. Das freut uns. Ich höre natürlich selber, dass wir auch ein Tor schießen in dieser Partie. Wir müssen uns ja ein bisschen empfehlen. Ich denke mal, diese Vorlage ist schon mal eine gute Empfehlung. Weil, naja, wir müssen mal sehen. Vielleicht leihen die uns ja mal aus. Oder, naja, was halt mal aus. Vielleicht leihen sie uns aus. Direkt am Anfang in der Sommer, im Sommertransfer. Ich habe übrigens die Kommentatoren aus. Weil ich die so in einem Let's Play störend finde. Oh, da haben wir den Pass ein bisschen unerwartet zurückgespielt. Aber wenn wir die mal testweise anmachen wollen, wenn ihr die hören wollt, wie die so sind, dann könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben, dann mache ich die mal an für eine Folge. Oder wie ihr das haben wollt, vielleicht auch für immer oder so. Ja, das müsst ihr dann halt im Prinzip einfach entscheiden. Gefordert, aber nicht im Ball gekommen. Schade. Aber komm, gekämpft und Foulspiel. Komm, fall da nicht so theatralisch um. War doch gar nicht, Schiedsrichter. Wäre natürlich cool, wenn wir hier Eintracht Braunschweig zum Sieg dieses Testspielpokals bringen würden. Ich glaube, wenn wir hier ordentlich was dazu beitragen, können wir uns auf jeden Fall hier einen Platz bei denen festsichern. Ja, komm. Gib mir den Ball. Ja, genau. Und jetzt... Oh, schöner Pass. Ja, hab ich den Ball gefordert. War natürlich ein bisschen... Ja, mit Aussicht ohne Erfolg. So wie ich schön in FIFA 15 gesagt habe. Aber nein. Natürlich konnte das nichts werden. Und wie wir sehen... Wir haben wenig Ausdauer. Wir dürfen eigentlich gar nicht so viel sprinten, wie wir es jetzt gerade machen. Ansonsten werden wir vielleicht ausge... Oh, unsere Chance! Oh, das Dribbling und Abschluss plus 1. Sehr, sehr schön. Sehr schön zum Jubeln. Ah, so sehe ich das gerne. So sehe ich das gerne. Zack. Eingenetzt. Schöner Schuss. Schönes Dribbling. Schön durchgesetzt. Und auch ein Tor erzielen können hier. Im ersten Durchgang unser erstes Tor für Eintracht Braunschweig direkt. Und schon eine Vorlage. Also. Oh! Haben wir einen Fehler gemacht. 1 Minute Nachspielzeit. Können wir hier vielleicht sogar noch... Oh, ich komme nicht dran. Und wer auch immer das war, Dekadi oder so, hat abgeschlossen. Oder eigentlich hätte zu mir passen können. Naja. Ein Schuss, ein Tor. Der ist natürlich mustergültig. Das können wir wahrscheinlich nicht so weiterführen die ganze Zeit. Aber nun gut. So ist es jetzt. Okay, die Mannschaften, die hier an diesem Pokal anscheinend mit teilnehmen. Natürlich alle Mannschaften, die mir total was sagen. Ich meine, die zweite Liga ist doch gar nicht so schlecht, dass die da hier eigentlich so eine... dass Braunschweig gegen so eine Mannschaft hier antreten muss. Naja, keine Ahnung. Vielleicht haben die ja sogar wirklich 3 Sterne. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen. Hört sich ja ziemlich nach England an. Ich weiß gar nicht. Das müssen wir einfach herausfinden. Ob man automatisch ausgewechselt wird, das war ja vorher nicht so in FIFA. Vielleicht ist es jetzt so geworden, dass man automatisch ausgewechselt wird. So, wir müssen auch mal wieder in den Ball kommen und da ist es soweit und oh, enge Lücke zu enge Lücke. Wir kommen da nicht durch. Aber wir haben noch eine 9,1er Bewertung. Unglaublich. Ich glaube einfach, dass man auch was freischaltet sozusagen dafür, dass man das erste Spiel halt spielt. Komplett. Und ich weiß nicht, ob da dann das mit dem... Oh, schöner, angeschnittener Schuss. Leider dran vorbei. Ja. Also das bedeutet, wir spielen das Spiel auf jeden Fall durch. Also bis jetzt spielt es sich auf jeden Fall ziemlich gut. Es macht Spaß, das Spiel zu spielen. Und wie ihr seht, ja, macht es sogar so viel Spaß, dass ich halt die ganze Zeit die Sprint-Taste drücke.
Und ich habe jetzt nur eine 8,0 Bewertung. Das ist natürlich nicht mehr. Es ist immer noch ziemlich gut. Oh, hier ist 7 gemacht. Aber es sinkt halt immer noch genauso. Naja, was soll ich sagen? Genauso doof. Meiner Meinung nach, wie halt auch in FIFA 15. Ich meine, ich stand gerade bei einer 9,1. Oh. Jetzt wurde ich automatisch ausgewechselt. Okay, das finde ich eine gute Sache, dass das so gemacht wird. Restliche Zeit simulieren, restliche Zeit als Team absolvieren oder zuschauen. Wir machen mal simulieren. Dann gucken wir uns das Ergebnis an. Ja. Spieler des Tages sind wir geworden. Nice, wir wurden ausgewechselt. Spieler des Tages im ersten Spiel. Haben schon hier, wie ihr oben seht, schon ordentlich was an Plus bekommen. Und gucken, ob hier in den News irgendwas über uns steht. Wird wahrscheinlich eher in den Vereins-News. Ah, hier, das Testspiel zwischen Braunschweig und CD Mirandes hat sich, wie erwartet, entwickelt. Braunschweig konnte einen 3 zu 1 Sieg einfahren. Das bedeutet, sie haben sogar noch ein Tor geschossen. Also beide Mannschaften haben noch ein Tor geschossen mit dem Lead. Von Giannopoulos ist in der Mannschaft wurde den Fans noch ein weiterer Leckerbissen geboten. Das ist schön. Es handelte sich nur um ein Freundschaftsspiel, aber so wurde den Braunschweiger Fans immerhin eine Gelegenheit geboten, die Fähigkeiten des neuen Spielers zu begutachten. Ja, es ist auf jeden Fall schön. Oh ja, will in Nationalelf sogar gleich glänzen. Ja. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn wir irgendwann mal tatsächlich dann wirklich in der Nationalmannschaft spielen. So können wir können in diese WM gucken. Und es hat mehrere Gruppen. Das bedeutet Gruppe A und Gruppe B. Und dann, ah, okay, wird es dann wahrscheinlich ein Halbfinale und ein Finale geben. Ja, so sieht es aus. Ja, ich kenne halt irgendwie keinen von denen. Nice. Naja, auf jeden Fall, das soll es erstmal von der ersten Folge gewesen sein. Und heute Abend direkt kommt die zweite Folge Spielerkarriere, ja? Das bedeutet, am ersten Tag, am Release-Tag, an diesem Donnerstag, dem 24., werdet ihr direkt zwei Folgen sehen können. Und ansonsten ab dann immer täglich eine Folge Spielerkarriere. So, falls ihr noch andere Informationen über andere FIFA 16 Projekte haben wollt, dann guckt einfach mal auf meinen Kanal. Da sind ganz viele Auflistungen von anderen Projekten. Zum Beispiel machen wir eine Koop-Karriere, also eine ja, Koop-Karriere, eine Manager-Koop-Karriere. Wir machen Pro Club, wir machen ganz viele weitere Sachen, wir machen Tutorials. Also guckt auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr noch nicht vorbeigeguckt habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen für diese erste Folge hier. Ja, drückt mal einen Daumen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat, diese Folge zu gucken. Ansonsten bin ich jetzt raus. Wir sehen uns heute Abend. Ciao.